Hallo meine Lieben, ich wollte in diesem Video euch meine Beauty-Neuheiten zeigen. Ich habe mir tolle Make-up-Produkte und Pflegeprodukte gekauft. Einige waren schon meine Favoriten, deswegen nachgekauft. Ich starte jetzt mit Make-up-Produkten an. Es ist tatsächlich nicht so viel, aber einige waren in meiner Wunschliste. Und mit dieser Wunschliste ich würde jetzt anfangen. Okay, es geht erstmal um Charlotte Tilbury Serie Pillow Talk. Ich habe mir endlich Lippenstift und Lip Liner aus Serie Pillow Talk in Farbe Original gekauft. Also das ist diese hellste Farbnuance, beliebteste, das ist Bestseller einfach. Ja, ich trage heute diese Produkte auf meine Lippen. Also ich habe die schon rausgeholt, die sehen so aus. Ja, ich habe schon von Pillow Talk Medium Lippenstift, habe ich im letztes Jahr im Charlotte Tilbury Adventskalender 2021 da bekommen. Also dieser Adventskalender steht hinter mir. Ich habe für euch einen kleinen Tipp, warum ich habe mir auch diese Produkte gekauft, weil die tatsächlich beim Douglas war günstiger als beim Charlotte Tilbury direkt in ihrer Online-Shop. Es war gerade sehr gute Sommerangebote beim Charlotte Tilbury, aber die macht diese Sets so, dass meistens zum Beispiel ein Produkt oder ein paar Produkte gefällt, man braucht, aber Rest man braucht nicht, ja, und dann am Ende man bezahlt trotzdem ein bisschen mehr. Beim Douglas, ich habe Glück, Douglas hat 20% und gerade diese Produkte bei Douglas war reduziert, ja, mit 20%. Und dieses Angebot war viel besser als da beim Charlotte Tilbury direkt. Man könnte erstmal kaufen, nur eine Produkt und sparen 20%. Man muss nicht noch zusätzliche Produkte kaufen, damit man das sparen könnte. Lippenstift hat mir 25 € gekostet und Lip Liner etwa so 18 €. Ich habe von diesen Lippenstiften übrigens zwei gekauft, eine für mich und eine für meine Schwägerin. Diese Produkte, wie gesagt, ich trage heute auf meine Lippen. Tatsächlich wunderschöne Farbe. Ich freue mich Wahnsinn, dass die Farbe hat mich nicht enttäuscht. Ich habe gedacht, das wird zu braun, aber tatsächlich es ist eine perfekte Nude. Nicht umsonst, genau dieser Lippenstift von Charlotte Tilbury ist Bestseller. Es ist sehr cremige, pflegende Textur mit mattem Finish, aber das ist dieses semi-matt Finish. Ihr seht, das ist nicht so tot matt. Genau so, wie ich mag, und wunderschöne Farbe. Lip Liner, ich wollte doch in Medium Farbe. Ich habe Gefühl, dass Lip Liner selber hat mehr Pink Unterton, aber Lippenstift hat mehr Beige Unterton. Ich versuche euch das zu zeigen. Man sieht das. Lippenstift hat mehr Beige Unterton und Lip Liner doch mehr rosige Unterton. Ali Andrea auf ihrem YouTube-Kanal hat gesagt, dass sie hat empfohlen, zum diesen Lippenstift tatsächlich im Farbe Medium Lip Liner nehmen. Aus diesem Adventskalender, ich habe immer noch von Charlotte Tilbury auch Pillow Talk Farbe, aber Medium. Also das ist Pillow Talk Farbe heißt, genau, so wie diese Serie. Aber das ist jetzt Medium und gibt es noch eine dunkle Variante. Und diese Medium ist auch meine absolute Favorit. Wenn ich trage diese Farbe, dann bekomme ich von euch immer Frage, was ist das? Schaut ihr, wunderschöne Farbnuance. Es ist unglaublich schöne Farbe. Übrigens, ihre Lippenstifte sitzen auf die Lippen so gut, so lang, und wenn ich auch zu viel rede, dann sie rutschen sich nicht da irgendwo an die Kante mit weißer Linie. Wenigstens bei mir, das sehr oft passiert mit anderen Drogerie-Lippenstiften. Die sind beide meine absolute Favorit, und ja, und jetzt langsam must have, ich verstehe das. Bin total zufrieden mit meinem Einkauf. Zu dieser Medium-Farbe, ich benutze auch aus dieser Adventskalender Eyeliner tatsächlich. Hält sehr lang, also das ist diese Long Lasting. Man könnte nach ein paar Sekunden nicht mehr aus dem Haut wegwischen. Also für die Augen nicht so, weil macht meine Augen ein bisschen krank, aber für diese Lippenstift in Medium Farbe passt exakt, also perfekt einfach, und sitzt den ganzen Tag. Wie gesagt, ich wollte jetzt ganz schnell wegmachen, deswegen ich wollte im Farbe Medium diese Lip Liner kaufen. Ja, wie gesagt, schaut ihr ab und zu beim Douglas. Ich wollte euch über Instagram auch benachrichtigen, aber am nächsten Tag leider war schon Angebot vorbei. Es tut mir leid, ich habe selber einfach nur Glück, dass ich in der Nacht nicht geschlafen habe und dann diese Bestellung für mich gemacht habe. So, nächstes Produkt.
neue Mascara tatsächlich habe ich jetzt bei DM, um zu testen, gekauft. Es ist Mascara von L'Oreal Pro XXL Lift. Die besteht aus zwei Seiten. Oder der Mascara. Oder die Mascara. Gut. Okay, Mascara. Unartikel. Nein, das, ich weiß, das geht auch gar nicht. Besteht aus zwei Seiten. Nummer 1, das ist Base, um Volumen zu bekommen. Und Nummer 2, das ist wie Topcoat, um Länge zu machen und diesen Lifting-Effekt zu bekommen. Mascara, ich wurde für euch testen und bald ihr bekommt natürlich mein Video. Ich zeige euch natürlich die Bürste, aber ja, im Video, ich wurde euch alles ganz genau erzählen. Seht ihr? So, das auch noch dazu. Weiter Pflegeprodukte und erste Produkt, das ist meine absolute Highlights. Meine neue Favorit von Karen Body Shop LED Light Therapy Mask. Ich habe zugeschickt bekommen, aber gibt es eine kleine Vorgeschichte. Ich erzähle euch ja ein bisschen später. Weil ehrlich gesagt, seit 2 Jahren habe Karen Body Shop immer Nein gesagt, aber ich erkläre warum. Erstmal, Karen Body ist eine englische Marke, englischer Shop, berühmt im ganzen Welt. Das ist Online-Shop, wo die meistens verkaufen professionelle Beauty-Tools. Das ist Online-Shop, den man könnte absolut vertrauen. Die sind zuverlässig, die Produkte kommen sehr schnell. Die haben tolle Service. Wenn ihr haben zum Beispiel Produkt ausgetestet und nicht zufrieden seid oder habt ihr etwas anderes überlegt, ihr könnt immer diese Produkte wieder zurückschicken. Natürlich dann musstet ihr selber Versand bezahlen, aber Informationen ihr findet unter meinem Video im Infobox, da lasse ich natürlich für euch Link. Wie gesagt, sehr zuverlässige, absolut vertrauens Online-Shop. Alle Produkte, die da ihr findet, die sind zertifiziert, die sind lange geforscht, hochwertige, professionelle Produkte. Es ist keine diese einfach nur ja, Spielzeug. Ich habe für euch auch Rabattcode bekommen mit Natalie15. Ihr könnt bei dieser Maske 15% sparen. Ich lasse natürlich auch diese Information unter meinem Video im Infobox. Erstmal kleine Vorgeschichte. Seit 2 Jahren haben Karen Body mir schon diese Maske in Angebot gehabt, dass ich teste, euch präsentiere. Ehrlich gesagt, ich war unsicher. Ich könnte mir nicht vertrauen, euch zu zeigen, die Maske ist tatsächlich sehr, sehr teuer. Ich habe mir gedacht, dass ihr werdet skeptisch und wie immer sagt mir, dass ich mache das wegen Geld. Ehrlich gesagt, ich habe mir tatsächlich seit 2 Jahren nicht vertraut. Ich habe für diese Kooperation immer abgesagt. Aber durch das immer über diese Maske habe ich oft es gehört und dann habe ich recherchiert, dann habe ich nochmal eingeschaut und dann habe ich mir gesagt, wahrscheinlich diese Maske genau richtig für meine Haut und meine Hautprobleme und vielleicht jemanden von euch hat auch wie ich schon auch Gedanken gemacht und war nicht sicher. Vielleicht dann jemanden von euch nach meinem Video könnte sich auch vertrauen, endlich diese Maske kaufen, wenn man schon lange die in seine Wunschliste gehabt hat. Versteht ihr, was ich meine? Ja, deswegen seit 2 Jahren, ich könnte natürlich Geld verdienen damit, aber ich habe immer abgesagt, seht ihr, also Geld, nicht immer Geld spielt große Rolle. Ich denke um euch, ich denke um natürlich meine Haut, es ist für mich immer in Priorität, aber okay, da können wir lange diskutieren, weil ich weiß, dass immer jemanden kommt und sagt, aha, ist egal. So, ich muss euch jetzt mal zeigen, wie sieht das alles aus. Natürlich diese Maske, ich schon teste seit über einem Monat. Natürlich, ich könnte euch nicht sagen, dass jetzt Wunder passiert. Ich bin 10 Jahre jünger geworden. Nein, für diese Geräte, man braucht Zeit. Und das ist auch übrigens mein Tipps an euch, weil die, wie gesagt, sehr, sehr teuer ist. Und wenn ihr lange überlegt, kaufen, nicht kaufen, wenn ihr sicher seid, dass ihr werdet diese Maske tatsächlich jeden Tag oder wenigstens jeden zweiten Tag benutzen, wenn ihr werdet konsequent, wenn ihr kennt sich selber, dass ihr organisierter Mensch ist, dann es lohnt sich, in diese Maske Geld investieren. Wenn ihr kennt sich so, dass ihr immer kauft wie Kinder, ja, ein Spielzeug, ja, war interessant und dann einen Monat nicht mehr benutzen, dann ist großer Quatsch, dann lohnt sich nicht so viel Geld ausgeben. Also mir schon sehr schade für teure Geld. Ich habe natürlich das alles nicht so schön eingepackt, wie das war von Anfang. Diese Box war noch in Folie zusätzlich eingepackt. Hier gibt es Bedienungsanleitung. Ja, alles einfach. Tatsächlich, diese Maske ist so einfach in Verwendung. Eine Tasche
Was ist für mich persönlich sehr, sehr praktisch. Hier steht auch Karin Body Skin. Extra Tasche für die Masken, weil man packt sie nicht immer da rein in Box. Ich habe das wieder zurückgepackt, extra für euch. Aber tatsächlich, ich halte diese Maske hier in diese Tasche. Selber diese Maske, wie ihr seht, so wurde platziert. Wir haben hier Maske mit einem Kabel, mit dieser USB. Ihr könnt natürlich durch Computer immer aufladen. Dafür gibt es diese Kabel extra. Und selber Batterie. Man schließt natürlich an diese Batterie. Ja, so. An dieser Seite, wenn ihr wolltet die Batterie aufladen, dann gibt es natürlich diese Kabel, wie gesagt. Das eine Seite, das ist an Computer anschließen und die andere, diese kleine Seite, das ist um Batterie aufladen für ganze Zeit. Also ich weiß nicht wie lange, aber seit einem Monat, ich habe noch nicht aufgeladen, brauche ich noch nicht. Und noch dazu gehören solche Brille. Extra, wenn es für euch zu viel Licht, dann könnt ihr natürlich Brille benutzen. Die sind aus fester Gummi. Wurde mir noch zusätzlich diese Hydra Gel Tuchmasken zugeschickt. Die sind extra formuliert für diese LED-Maske. Die enthalten sehr hohe Prozent von Hyaluronsäure. Und ich habe noch zusätzlich zum Testen ein Serum von Karen Body zugeschickt bekommen. Wie ihr seht, Karen Body ist berühmt nicht durch seine Beauty Tools. Hier gibt es auch Pflegeprodukte und es ist ein Green Tea Serum. Sollte Haut beruhigen, entspannen. Grüne Tee, es ist auch starke Antioxidant und dieses Serum spendet sehr intensiv Feuchtigkeit. Aber als Erste, ich wollte mit euch sprechen über diese Maske, die enthält rotes Licht. Gibt es tatsächlich verschiedene. Blau, grün, gelb und rot. Rot ist übrigens beliebteste populäre Licht, durch das wurde am meisten getestet. Es ist Licht schon seit 3000 Jahren bekannt. Wurde vor 3000 Jahren in Indien benutzt. Das ist nicht Neues. Aber natürlich wurden in moderner Welt mehr recherchiert, geforscht und im Medizin sehr aktiv verwendet. Die Maske selber aus sehr weichem medizinischem Plastik und an die andere Seite, ihr könnt sehen, diese Punkte, das sind Dioden, ich denke so heißt das, wo ist rote Licht, wo das strahlen. Da ist so viel drin, das ist natürlich spricht über Qualität von dieser Maske. Dieses rote Licht wird fließen auf dem ganzen Gesicht. LED-Therapie mit rotem Licht ist berühmt als eine sehr starke Anti-Age, weil dieses Licht kommt tiefer in unsere Haut. In moderner Welt, unsere Wissenschaftler haben es schon bestätigt, dass LED-Therapie mit rotem Licht ist eine sehr starke Anti-Age. Rotes Licht ist verantwortlich für Verjüngungsprozess. Unsere tiefe Falten werden dann milder, Haut wird mehr weich, mehr elastisch. LED-Therapie wirkt sehr gut beim schuppigen Haut. Auch wurde bestätigt, dass wirkt als ein Immunmodulator, wirkt auch antibakteriell. Und genau diese Funktion wie antibakteriell und Immunmodulator beim roten Licht nach dem Krankheit, zum Beispiel rotes Licht hilft beim Rehabilitationsprozess als eine sehr starke Immunmodulator. Aber natürlich mit diesem roten Licht, also mit dieser Maske, man könnte natürlich solche Erkrankungen wie Corona, zum Not, ich sage euch jetzt, damit keiner zu dieser Idee kommt, dass man könnte sich behandeln beim diesem Virus. Nein, also dafür gibt es noch keine wissenschaftliche Bestätigung. Diese Maske wirkt einfach nur sehr gut, um Immunität unserer Haut zu verbessern. Rotes Licht auch wirkt als Entspannung für unsere Muskeln, für unser Gesicht. Rotes Licht hat Diapason ungefähr von 600 bis 700 Nanometer. Das bedeutet, kommt tatsächlich sehr tief in unsere Haut. Rotes Licht übrigens wurde bestätigt als sehr gute Therapie in Behandlung beim Akne. Inaktiviert Propionium Bacterium Akne. Weil beim Akne Bakterien produzieren Porphyrinen. Und diese Porphyrinen sind schädlich für unsere Zellen. Weil diese Bakterien
produzieren Porphyrinen und diese Porphyrinen sind sehr schädlich, gefährlich für unsere Zellen. Dadurch unsere Zellen können sterben und freie Radikale entwickeln. Also Entschuldigung, sehr schwer, schwierige Worte für mich, deswegen so langsam ich rede, aber ich hoffe, dass ihr könnt meine Gedanken nachvollziehen, weil ich keine Chemiker natürlich bin. Deswegen, wenn ihr habt Akne, wenn ihr habt Entzündungsprozess durch diese Akne auf eurer Haut, diese LED-Maske für euch könnte SOS sein. Wurde in Medizin verwendet, wenn ihr geht zum Beispiel zur Behandlung, dann wurde auch bei euch rote Licht verwenden. Wie funktioniert diese rote Licht auf unserer Haut? Wie überhaupt diese Lichttherapie auf uns wirkt und wie es geht? Also diese rote Licht wirkt an unsere Haut durch biochemische Reaktion. In unserer Haut, wir haben besondere Moleküle, die haben diese Funktion, um Licht zu schlucken und dann bearbeiten in eine Energie. Und natürlich diese Energie gibt unserer Haut einen Schub für unsere Haut, für unsere Zellen. Und durch, dass diese LED-Therapie für unsere Haut funktioniert wie ein Stress, positiver Stress, dadurch wurden auch aktivieren, Verjüngungsprozess in unserer Haut wurden Kollagen aktiv produziert und Elastan. Dieser Prozess, der bringt unsere Haut in diesem Stress, heißt Schutzbiomodulator. Tatsächlich hinter dieser Maske steht richtige wissenschaftliche Arbeit, gründliche und langfristige Arbeit, die wurde nachgewiesen. Und ja, dann unsere Zellen, unsere Haut als Schutzreaktion wurden mehr Kollagen und Elastan produzieren. Das ist das, was wir erwarten von dieser LED-Therapie. Das ist das, was wurde uns bringen als Verjüngungsprozess und das heißt mit normalen Worten Anti-Age. Und natürlich durch diesen auch Prozess unsere Zellen wurden produzieren mehr Hyaluronsäure. Auf jeden Fall, das ist alles, was wir brauchen, damit unsere Haut sieht mehr jung, mehr frisch, mehr gesund, mehr fest und mehr elastisch. Ich wollte euch sagen, dass bevor ich habe diese Maske entschieden, auch an meiner Haut mit Rosacea Cuprosa zu testen, habe ich viel recherchiert. Und tatsächlich, ich habe keine Nebenwirkung gefunden, dass ich zum Beispiel mit meiner Hautprobleme die Maske benutzen darf. Ich habe überhaupt keine Nebenwirkung von dieser Maske an unserer Haut gefunden. Aber natürlich gibt es Situationen, wo ich würde diese Maske trotzdem nicht verwenden. Auf jeden Fall spricht ihr mit ihrem Hautarzt. Zum Beispiel, wenn ihr schwanger seid oder wenn ihr habt auch andere Probleme, die macht euch unsicher, ob ihr dürftet diese Maske anwenden, spricht ihr auf jeden Fall mit eurem Hautarzt. Und ich habe keine Information gefunden, wo wurde erzählt über Pigmentstörungen, dass LED-Therapie Pigmentstörungen weniger macht oder ganz Gegenteil, wenn man Maske im Sommer benutzt, könnte man mehr Pigmentstörungen bekommen. Also über das habe ich wirklich nichts gefunden. Deswegen auch im Sommer habe ich weiter diese LED-Maske verwendet. Was ich auch aber gelesen habe, dass LED-Therapie mit rotem Licht könnte keine Krankheiten provozieren. Ich denke, diese LED-Maske, die ist von vielen verschiedenen Beauty-Tools, was wir kennen, ist die sanfteste und sichere Behandlung. Das war Theorie-Teil, für mich die schwierigste wegen dieser spezifischen Worte. Aber ich hoffe, dadurch ich könnte vielleicht von euch ein paar Ängste wegzunehmen, wenn, wie gesagt, ihr habt diese Maske noch nicht vertraut, selber auszuprobieren, aber immer noch vielleicht geträumt habt. Jetzt, ich wollte euch zeigen, die Maske natürlich in Verwendung und teilen mit euch ein paar gute Tipps dazu. Wie gesagt, durch das, die ist sehr flexibel. Es ist kein Problem, die auf dem Gesicht platzieren. Hier, das ist diese Teile für die Ohren, aber die ist schwer. Normalerweise, die sollte man auf die Ohren hier anziehen, um sie nachher fixieren, aber ganz ehrlich, meine Ohren, ihr seht, fallen runter. Deswegen einfach nur, ich halte die Maske und dann mit diesem Band, der ist mit Kleber, ich fixiere, das ist ganz einfach, auch kann man hier so, muss man nicht unbedingt durch diese Teil durchziehen, ja, man könnte so einfach zack und dann fixieren. Die Maske, man haltet
Maske auf dem Gesicht 10 Minuten. In dieser Maske oder in dieser Batterie gibt es eine Ausschalterfunktion. Nach 10 Minuten die Maske wurde von allein ausgeschaltet. Deswegen man braucht keine Wecker. Man könnte nur entspannen und nicht über Zeit denken. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Liegt ihr ins Bett für 10 Minuten, entspannt er sich. Und zwar, wenn ich in anderen Videos sehe oder höre, dass YouTuber erzählen, dass die Maske vor dem Fernseher tragen oder vor dem Computer sitzen, arbeiten und Maske tragen, für mich ist großer Quatsch. Die Maske hat sehr starke rote Licht. Das ist sowas intensiv. Nicht umsonst wurde diese Brille extra dazu gepackt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich andere Augenempfindliche. Naja, gut. Für mich persönlich, es ist nicht möglich. Zu viel Licht, wie kann man vor dem Fernseher, vor dem Computer arbeiten damit? Na gut, andere Thema. Ihr werdet das selber sehen, wenn ihr würde diese Maske auch für sich bestellen. Die Maske selber ist schwer, die wiegt auch was. Und die rutscht immer nach unten, da muss man halten. Wie kann man angenehm dann am Computer sitzen, arbeiten? Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich würde auf jeden Fall ins Bett die Maske, wie gesagt, tragen, weil dieser Prozess, dieser Entspannungsprozess ist so schön. Also nimmt er für sich liebste 10 Minuten vor dem Schlafen. Zum Beispiel, wenn ihr habt, auch wie ich, ein Mikrostrom-Massagengerät von New Face, ich würde euch empfehlen, dieses Mikrostrom-Gerät am Morgen benutzen, aber diese Maske am Abend. Dafür ist beste Zeit. Gesicht bekommt unglaublich schöne Entspannung. Man merkt, wie Muskeln wurde sich entspannen. Maske wird nicht warm, nicht kalt, aber wie gesagt, Muskel entspannt sich. Und ja, gibt es solche Brille? Ich habe die auch natürlich ausprobiert. Für mich persönlich leider, die sind unpraktisch, weil die Brille muss man unter die Maske anziehen. Drüber auf die Maske geht überhaupt nicht. Das ist nicht möglich. Die sitzen da nicht. Also ich habe nicht geschafft. Aber weil die Maske selber ist schwer, die drückt auf diese Brille so stark, dass erstmal es ist unangenehm, man merkt diesen starken Druck auf die Augen, dann ist über Spannung gibt es keine Rede. Und zwar man bekommt sehr starke Abdrücke, die lange noch halten. Deswegen diese Brille habe ich schon nach erster Anwendung habe ich die weggelassen. Ich benutze die Maske so einfach und mache Augen zu und entspanne mich. Ich habe euch gezeigt, dass ich zwei Pflegeprodukte dazu zugeschickt bekomme. Ich habe die auch verschieden ausprobiert. Man könnte die beide tatsächlich verschieden benutzen. Man könnte zum Beispiel dieses Serum benutzen erstmal allein auf der gereinigte natürlich Gesicht und dann drüber die LED-Maske auftragen. Nach dieser LED-Maske würde empfehlen, auch dieses Serum nochmal auftragen, um zu intensiver Beruhigung dieses Prozess. Das ist wie eine perfekte Kombi, diese LED-Therapie und dieses Serum mit grünem Tee. Aber wenn ihr diese grüne Tee nicht habt, ihr könnt natürlich jede eure Lieblingsberuhigungsserum mit Antioxidanten benutzen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, Beruhigungsserum benutzen oder Serum mit Hyaluronsäure, die spenden intensiv Feuchtigkeit. Gibt es noch zweite Variante? Der ist, ehrlich gesagt, mir persönlich hat mehr gefallen. Das ist, wenn ich diese Hydragel-Maske unter der LED-Maske aufgetragen habe für diese 10 Minuten Behandlung. Und nach der Maske habe ich dann Serum mit grünem Tee aufgetragen. Dieses Resultat hat mir mehr gefallen, als wenn ich dieses Serum unter LED-Maske getragen habe. Diese Hydragel-Maske, übrigens, man muss nicht unbedingt mit LED-Maske benutzen. Man könnte natürlich diese Maske allein für sich kaufen als intensiv feuchtigkeitsspendete Tuchmaske. Die ist tatsächlich sehr gut. Die ist nicht parfümiert. Die enthält unglaubliche tolle Inhaltsstoffe, die beruhigen Haut. Hier ist die verschiedene Formulierung von Hyaluronsäure. Die Maske selber ist durchsichtig wie ein Glas. Und das ist
übrigens großer Unterschied zwischen die anderen Maske, was wir kennen, die sind nicht so durchsichtig, weil Licht würde natürlich besser durchkommen. Das ist das Wichtigste. Deswegen doch gibt es Unterschied zwischen normaler Maske und dieser. Aber natürlich, wenn ihr habt andere fliegende Tuchmaske, die sind durchsichtig, ihr könnt natürlich auch die verwenden, wenn ihr wolltet besonderes Effekt, intensive Effekt, weil die Maske selber auch macht Effekt von dieser LED-Maske mehr intensiv. Diese Hyaluronsäure kommt mehr intensiv in unsere Haut. Aber ihr könnt jede eure Serum, zum Beispiel mit Hyaluronsäure, mit dickem Schicht einfach nur unter diese LED-Maske statt diese Maske auftragen oder statt dieses Serum unter diese LED-Maske auftragen. Funktioniert auch super. Und ehrlich gesagt, wenn ihr wolltet Effekt mehr intensiver machen, dann ihr könnt jedes Serum unter diese LED-Maske verwenden. Aber natürlich Retinol-Betanein, Säure, nein. Also das sollte am besten Intensivfeuchtigkeitsserum sein. Beruhigungsserum. Die Maske sollte man konsequent Minimum 6 Wochen benutzen. Jeden Tag. Dann man wird erste Resultat sehen. Dieses Serum mit grünem Tee wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass grüner Tee-Extrakt mit LED-Therapie, mit rotem Licht, funktioniert am besten. Wurde diese rote Beleuchtung mehr effektiver auf unsere Haut wirken, auf unsere Zellen wirken. Deswegen, Karin Body empfiehlt dieses Serum unter dem LED-Maske auftragen. Serum kostet 17,99 €. Gott sei Dank nicht so teuer Produkt. Enthält verschiedene Formulierungen von Hyaluronsäure, grüner Tee, also Beruhigungsinhaltsstoffen. Hier gibt es keinen Alkohol und keine Parfüme. Hat mir deswegen besonders gut gefallen. Wenn ihr wolltet erste Ergebnisse sehen, ihr braucht Geduld. Ungefähr nach 6 Wochen, ihr werdet schon Änderungen sehen. Es natürlich hängt auch von Haut ab, ob ihr seine Haut ganz Leben lang richtig gepflegt habt oder wenn ihr habt bis jetzt noch nie was gemacht und dann plötzlich zack, diese Maske. Dann natürlich, ihr braucht mehr Zeit, mehr Geduld. Auf diesen momentanen Effekt, ihr solltet nicht erwarten. Also dann ist falscher Weg, falsche Investition. Dann eure Weg ist zu dieser Schönheitschirurgie. Die geben für eure Geld alles, was ihr wolltet und ja, momentan. Aber für mich persönlich auch wichtig, dass ich jeden Tag selber was tun. Ich will, dass mein Alterungsprozess wird langsamer, mehr weicher. Ist nicht, dass ich Angst vor den Falten habe, aber erstmal jetzt brauche ich nicht und wenn ich könnte etwas machen, dann mache ich das. Während diesem Monat, dass ich die Maske benutze, ich habe gemerkt, dass meine Haut ist tatsächlich mehr fest geworden. Wenn ich bekomme kleine Pickelchen, dann nach der Maske am Abend verwenden, ich merke, dass diese Pickelchen wird sofort weg. Deswegen, wenn ihr seht etwas, ja, kommt raus plötzlich, dann sofort benutzt ihr diese Maske. Besser gleich diesen Prozess Stopp machen. Funktioniert tatsächlich mit Maske super. Was geht um Falten? Also wie ihr seht, ich habe keine richtige noch Falten. Außer vielleicht an Mundpartie ein bisschen. Natürlich meine Nasen hier, Falten sind mehr so tief. Deswegen benutze ich diese Maske, damit diese biochemischen Prozesse wurden in meine Haut, meine eigene Kollagen-Elastan-Prozesse, Produktion aktivieren. Wie gesagt, ich habe gemerkt, dass meine Haut ist irgendwie mehr straff und mehr glatt. Auf jeden Fall, ich bin verliebt in diese Maske. Ja, besonders dieser Entspannungsprozess. Oh mein Gott, das ist tatsächlich schön. Wenn ihr habt schon lange überlegt, die ist
toll. Die ist absolut toll. Sie ist wert sein Geld. Wenn mein Video hat euch geholfen, Entscheidung treffen, die Maske doch kaufen, dann nicht vergessen, ihr könnt meinen Rabattcode benutzen, Natalie15, und spart ihr dann 15%. Ich wollte euch zeigen, wofür ich habe mein Geld investieren weiter. Ja, so. Ich habe schon so oft gesagt, das ist mein absoluter Favorit. Cleansing Balm von Banila Co. Das ist koreanische Marke mit sehr guten Heilstoffen. Da gibt es übrigens verschiedene Farben, aber ich habe schon geguckt, an Heilstoffen, die sind tatsächlich das Beste. Also meine Meinung hat sich seit Jahren noch nichts geändert. Und wie ihr seht, ich habe mir jetzt ja zwei neue Packungen nachgekauft beim Purish Online Shop durch meinen eigenen Rabattcode, weil jetzt gerade beim Banila Co. ihr könnt auch 20% mit meinem Rabattcode Natalie sparen, wenn die noch da sind, weil einmal ich habe angeschaut, die wurden ausverkauft. Ich hoffe, ihr habt Glück. Wenn ja, dann dieser Glück wird dauert nur bis Ende August mit 20% diesem Rabattcode. Das ist Clean It Cera. Heißt dieser Produkt von Banila Co. Bin ich faul jetzt nach unten laufen? Also ich meine, ich habe noch eine in Verwendung schon. Das sieht so aus. Das ist natürlich hier noch, ja, das ist noch neu. Das ist feste Cleansing Balm, um feste Make-up und Sonnenschutz Creme entfernen, weil zum Beispiel Lidschutzfaktor aus dem Haut mit Reinigungsgel, Reinigungsschaum oder ich weiß nicht, Reinigungsfluid, man könnte gründlich nicht entfernen. Dafür ihr braucht ölige Texturen. Ich nehme ein bisschen ungefähr so, ja, in meine Hände. Diese weiße Textur schmilzt sich sehr gut und schnell zwischen Hände. Das wird alles dann durchsichtig und sieht ölig aus. Trage ich direkt auf meine Make-up, so wie ich bin, würde mein Haut nicht nass machen, nicht feucht machen. Also auf der trockenen Haut, auf dem Make-up direkt massiere das, würde das alles sehr gut sich schmelzen. Beim Banila Co. Hände rutschen sehr, sehr leicht. Ich habe schon einige dieser Cleansing Balm von anderen Marken ausprobiert. Einige haben sehr dicke Textur und man zieht Haut mit. Also nicht gut für die Haut. Wichtig bei dieser öligen Textur, dass Hände muss rutschen, leicht rutschen. Das ist genau diese Textur. Wurde dann feste Make-up oder SPF sehr gut gelöst werden, dann mache ich meine Hände ein bisschen feucht. Ja, ein bisschen feucht. Und dann nochmal mit feuchten Händen das wurde alles einmassieren. Diese ölige Textur wird sich in eine Fluid wenden. Sieht nicht mehr so ölig aus. Dann würde ich nochmal das alles sehr gut einmassieren. Nehme ich ein Schwämmchen, um das alles abwaschen. Dadurch wird das Gründliche abgewaschen. Und dann nochmal mit Wasser abspülen. Und nur dann, man braucht einen Reinigungsschaum. Also jeder Balm, egal von welcher Marke, gibt es im Flüssig. Konsistenz. Man duftet nachher aus dem Haut nur mit dem Schaum entfernen. Wieder nicht mit dem Gel, nicht mit dem Fluid und so weiter. Diese Balm trocknet Haut überhaupt nicht aus. Hier, ich erinnere, keine Mineralienöle. Hier gibt es keine Palmalöl. Also Bombe-Produkt und riecht auch sehr schön. Vielleicht wird zu wenig gekauft. Und habe ich auch schon in meinem Favoriten-Video gezeigt. Ultraviolett SPF 50+, Supreme Screen Hydrating Sonnenschutzcreme. Ich habe mir jetzt, weil gerade auch jetzt bis Ende August auf Ultraviolett diese Marke gibt es auch meinen Rabattcode, ja, Natalie, und dann ihr könnt sparen 20%. Es ist absolut neue Tube. Meine ist schon langsam wird leer. Sehr teuer, diese Sonnenschutzcreme, aber ich habe mich ein bisschen verwöhnt. Ich habe gedacht, ah, jetzt kaufe ich. Normalerweise, ich denke in Zukunft, ist mir zu teuer. Mit 20% 32 Euro kostet. Ich würde in Zukunft kaufen von Dalton, weil Dalton kostet ein bisschen mehr als 20 Euro. Und ich bekomme bei Dalton auch Rabattcode. Dalton ist auch mega. Also ich habe zwei absolut Lieblings-Sonnenschutzcreme. Das ist Dalton und jetzt ist das neue, dieser Ultraviolett. Beim Ultraviolett gibt es doch einen Minus für mich persönlich. Ich könnte drüber keine Make-up tragen. Sitz-Make-up leider auf diese Sonnenschutzcreme bei mir kicke aus. Beim Dalton sitzt perfekt. Aber wenn ihr seid so verrückt wie ich und ihr seid bereit, so viel Geld ausgeben, probiert ihr auf jeden Fall.
noch ein Produkt, was ich wollte euch zeigen, denn ich habe mir aber nicht gekauft. Ich habe ihn von Purish Online Shop zugeschickt bekommen. Ich habe euch schon mal gezeigt, aber damals ich habe euch gesagt, dass ich noch nicht geschafft habe, ausprobieren. Und nach diesem Video damals, ich habe sofort in Verwendung angenommen. Das ist auch ein Cleansing Produkt von Paula Choice. Pore Minimizing Cleanser, der ist mit Salicylsäure. Das ist eine durchsichtige Gel, also ja, hier sobald diese Gel, ich wollte nicht anfassen und ja, drucken, ihr seht sowieso nicht, so zart. Also reizt Haut nicht. Sehr sanfte Formulierung. Dasselbe bei meiner empfindlichen Haut mit Rosacea Cuperosa ist sehr sanft. Und das benutze ich jetzt, wenn ich keine Make-up muss abwaschen. Nur morgens früh, wenn ich heute mein Gesicht einfach mit Wasser, ja, so und mit Reinigungsprodukt waschen. Oder Abend, wenn ich keine Make-up am Tag getragen habe, ich wollte abwaschen, so Reste von dieser Staub auf meine Haut und Öl, was hat meine Haut produziert. Ich benutze diese Cleanser Bombe. Reinigt Haut sehr gut, und zwar Salicylsäure. Eine von besten Säure beim Mitessen, beim Akne. Salicylsäure antibakteriell, und zwar kommt tiefer in unsere Poren, und Salicylsäure einzelne Säure, die so gut könnten Fett, auch alte Fett in unsere Poren lösen, und dadurch Mitesser würden nicht sich da einbauen. Könnt euch nur empfehlen. Und auch beim Paula Choice habe ich bis zum Ende August beim Purish Online Shop für euch diesen Rabattcode. Auf jeden Fall super, probiert ihr. Reizt Haut nicht, trocknet Haut nicht. Paula Choice könnte richtig gut, dass wie gesagt, diese sanfte Formulierung. Das, was ihr könnten beim The Ordinary Marke nicht bekommen. The Ordinary Marke ist sehr aggressiv für uns. Da gibt es keine sanfte Formulierung. So, es ist Antwort für diejenigen, warum ich zeige euch The Ordinary Marke nicht. Übrigens, ich habe vergessen zu zeigen, dass Serum mit grüner Tee wurde so eingepackt. Ich habe extra Verpackung für euch mitgenommen und habe vergessen zu zeigen. Also seht ihr, das wurde so mit dieser Verpackung zu mir eingekommen. Und nochmal zu dieser Cleanser, aber macht ihr keine Sorge, unter meinem Video im Infobox, ich lasse für euch Link zu jedem Produkt, dann könnt ihr nochmal Preise anschauen, Informationen detailliert anschauen und so weiter. Somit, das war wie immer langes Video, aber ich habe wie immer mein Bestes gegeben, damit ich könnte für euch hilfreich mit meinem Video sein. Nicht, dass ich hier einfach nur bla bla bla, es ist schön, es ist gut erzähle, dass ich ein bisschen so mehr informativ und tief könnte gehen an jedem Produkt. Nichtsdestotrotz, wenn ihr immer noch Fragen habt, wie gesagt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ja, würde mich richtig freuen, wenn ihr unterstützt meinen Job, meine Mühe, ja, und meine Liebe zu das, was ich mache, mit eurem Daumen nach oben unter mein Video. Ganz gerne abonniert meinen Kanal, das ist absolut kostenlos, aber für mich ist natürlich eine große, sagt man, Unterstützung, das ist für mein Selbstbewusst, wisst ihr, dass das, was ich mache für euch, das gefällt euch, dass ich mache das richtig, das versteht ihr, es ist natürlich für YouTuber ganz wichtig. Dankeschön, ja, nochmal, und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie. Ciao, meine Lieben.